Hochburg der Motorradfans aus aller Welt. Tausende Motorrad-Enthusiasten drängten sich auch 1987 wieder ins Motodrom von Hockenheim, der Arena der weltbesten Rennfahrer. Es war der 17. Mai, großer Preis von Deutschland, der dritte WM-Lauf des Jahres 1987. Über 180.000 Zuschauer aus aller Herren Länder säumten schon in den frühen Morgenstunden die herrliche Rennstrecke, um den Start der 80 Kubikzentimeter Klasse mitzuerleben. Begeisterte die vielen Zuschauer schon von der ersten Runde an. Der Titelverteidiger aus Spanien, Jörg Martinez, hatte es schwer gegen die drei Krauser-Fahrer Dörflinger, Weibel und den Engländer McConaughey anzukommen. Die Führung änderte sich von Runde zu Runde. Doch Sieger wurde der Deutsche Gerd Weibel auf einer Krauser, vor dem Spanier Jörg Martinez auf Derby und dem Schweizer Stefan Dörflinger. Vierter wurde der ebenfalls auf einer Krauser fahrende Jan McConaughey. So manche aber machte mit dem Boden Bekanntschaft. Glücklicher Sieger, Gerhard Weibel. Martinez eine Woche später auf dem Salzburgring. Start Nummer 3, Stefan Dörflinger, der vierfache Weltmeister mit seiner Krausermaschine. Und Gerhard Weibel von Herbert Rittberger betreut. Start Nummer 2, der Spanier Manuel Herreros. Die 10, Hubert Arbeut, der Vize-Weltmeister von 1984 mit seiner Krauser. Dann Start mit laufenden Motoren. Neben jeder Startreihe steht ein Schiedsrichter mit erhobener Tafel. Wenn alle Fahrer stehen, senkt er diese, sind alle Tafeln unten, wird der Start per Ampel freigegeben. Vom Start weg übernahm wieder Gerhard Weibel die Führung. Vor Jörg Martinez, Stefan Dörflinger und dem Österreicher Mandy Fischer.
der ebenfalls eine Krauser pilotierte. Machte aber auch der junge Jörg Seel auf einer Seel, die sein Vater konstruiert hatte. Mit der 43 wieder eine Krauser, gefahren von dem Österreicher Mandy Fischer. An der Spitze der erbitterte Kampf zwischen den Assen, Martinez und Weibel. Sieger in Salzburg wurde, nach hartem Kampf, der Spanier Jörg Martinez vor unserem Gerhard Weibel. Den dritten Platz belegte wieder ein Spanier, nämlich Manuel Herreros. Die Sensation aber war der Österreicher Mandy Fischer. Er belegte den vierten Platz mit seiner schnellen Krauser. Fünfter wurde McConaughey, ebenfalls auf einer Krauser. Auf dem siebten Platz kam wieder eine Krauser, gefahren von Hubert Arbold. Zehnter wurde der Spanier Jean Bourlat, auch er auf einer Krauser. So konnte Mike Krauser auch 1987 mit Stolz auf seine Erfolge zurückblicken. Die Krauserfahrer, angeführt von Gerhard Weibel, belegten die Plätze 3, 4 und 5 im Weltmeisterschaftsendstand. Die 25 Kubikzentimeter Klasse war auch 1987 fest in italienischer Hand. Da hatte es unser Obinger Adi Stadler nicht leicht. Aber auch die Österreicher mit Gustl Auinger und Mike Leitner waren sehr schnell. Im Start setzte sich gleich das Quartett Casanova, Auinger, Gresini und Casoli vom Feld ab.
Dahinter stritten Hautaniemi, Pietro Niro, Stadler und Sanchez um die Plätze. Bianchi fiel aus. Von der achten Runde an kamen nur noch Casanova oder Gresini für den Sieg in Frage. Casoli und Auinger für den dritten Rang. Erster Gresini, zweiter Casanova, dritter Casoli, sämtlich Italiener. Und vierter Auinger, da freute sich sein Freund und Gönner, der Komiker Hirs. In Hockenheim hatte Gustl Auinger den besten Start. Er führte eine Runde des Rennens an, doch dann kamen wieder die Italiener näher. Gewonnen hat wieder Fausto Gresini. Doch der Österreicher Gustl Auinger kam auf Platz 2, vor dem nächsten Italiener, nämlich Bruno Casanova. Adi Stadler wurde 9. Start zum letzten deutschen Meisterschaftslauf auf dem Nürburgring. Alfred Weibel und Adi Stadler waren die Favoriten. Stadler wurde vorher in Assen Europameister dieser Klasse. Den DM-Titel aber musste er Alfred Weibel überlassen. Mit einem deutschen Vizetitel sowie einem Europatitel kann man sich schon sehen lassen, meinte der Adi und war zufrieden mit der Saison 87. Mike Krauser, der alte Beiwagenspezialist, ist immer dabei, wenn es irgendwo knattert, wie hier, beim ersten DM-Lauf 1987 in Speyer. Im gleichen Jahr kehrte einer aus der Versenkung zurück. Es war der zweifache Ex-Weltmeister Rolf Steinhausen mit seinem ausgezeichneten Beifahrer Bruno Hiller. Sie fuhren ihre Runden mit einem Tempo, das die Zuschauer nur so staunten. Steinhauser Hiller gewannen in Speyer vor Bernd Scherer und Wolfgang Gess. Den dritten Platz belegte der Deutsch-Japaner Masato Kumano mit seinem Beifahrer Andreas Recke. Steinhausen und Bruno Hiller gewannen 1987 sämtliche deutschen Meisterläufe. Beim WM-Lauf in Hockenheim lagen von Anfang an Webster und Streuer in Führung. Aber dahinter sensationell an dritter Stelle Rolf Steinhausen mit Bruno Hiller im Boot.
250 Kubikzentimeter WM-Lauf in Hockenheim. Start Nummer 1, Titelverteidiger Carlos Lavado aus Venezuela auf Yamaha. Toni Mang mit seiner Honda. Reinhold Roth und Sepp Schlögel mit der HB Honda. Manfred Herwe aus Lampertheim auf Honda. Und Konrad Hefele aus Einhofen mit seiner Rallye Sport Honda. Gleich nach dem Start setzen sich Mang, Cornu und Reggiani vom übrigen Feld ab. Die Zuschauer riss es von den Sitzen, als dieses Trio ins Motodrom einfuhr. Toni Mann, der Liebling aller deutschen Fans, in Führung. Dem Inninger hielten alle die Daumen. Es folgten Saron, Cardus, Cadalora und Roth. Roth stürzte beim Training und brach sich das linke Schlüsselbein. Aber der Amzeller ist ein harter Bursche. Er ließ sich schnell verarzten und war am Sonntag schon wieder dabei. Bei Carlos Lavado dagegen wollte es 1987 einfach nicht klappen. Er erreichte in Hockenheim mit seiner Yamaha nur den 7. Platz. Aber auch Konrad Hefele war vom Pech verfolgt. Er kam nur auf den 17. Platz. Der Toni fuhr, wie in alten Zeiten, gleichmäßig seine Runden und baute seinen Vorsprung weiter aus. Reinhold Roth kämpfte mit Cornu um den 2. Platz. Helmut Bradl wurde mit seiner Honda 14. Konrad Hefele und Helmut Bradl. Carlos Lavado, der Weltmeister von 1986. Die Massen tobten, als Toni Mang sich in Hockenheim den Sieg holte. Nun war er auf dem besten Weg dazu, sich auch noch den 5. WM-Titel zu holen. Reinhold Roth wurde Dritter. Reinhold Roth auf dem Wege zum Siegerpodest. Der Schweizer Cornu wurde Zweiter. Zwei Deutsche auf dem Siegertreppchen. Leider fehlte Martin Wimmer,
Auch er stürzte im Training und brach sich den linken Knöchel. Jahre vor Toni Mangs Sieg in Hockenheim, also 1937, gewann ebenfalls ein Bayer hier ein Motorradrennen. Sein Name Schorsch Meyer. Etwas älter geworden, aber immer noch topfit, drehte er 1987 mit seiner BMW eine Ehrenrunde. Martin Wimmer vollbrachte das schier Unmögliche. Nach seinem schweren Sturz in Hockenheim war er 3 Wochen später in Salzburg wieder dabei. Mit einem Spezialstiefel und nach rechts umgebauter Schaltung fuhr er beachtliche Trainingszeiten. Dann der Start. Mang, Lavado, Reggiani, Cornu und Cardus in der ersten Reihe, Roth und Wimmer in der zweiten. Sofort setzen sich Cardus, Pons und Sarong an die Spitze. Toni Mang kam nicht besonders gut weg. Auch Carlos Lavado hatte Schwierigkeiten beim Start, aber beide holten schnell auf. Nach der 4. Runde hieß es: Cardus, Pons, Sarong, Mang, Roth, Cornu, Cadalora und Wimmer.
Martin Wimmer hielt sich tapfer unter den ersten 10. Sein Teamgefährte Luca Cadalora stürzte dann in der Nocksteinkehre und musste aufgeben. Inzwischen übernahm Tony Mang die Führung. An seinem Hinterrad aber klebten Pons und Roth. Dann aber wurde es noch spannender. Mang wurde von Roth angegriffen. Wimmer fiel auf Platz 10 zurück, den er bis ins Ziel halten konnte. Tony Mang, Loris Reggiani und Reinhold Roth. So war die Reihenfolge in der letzten Runde. Große Aufregung an den Boxen. Wer wird Zweiter? Roth oder Reggiani? Reggiani wurde knapp vor Roth Zweiter. Die Italiener waren vor Freude ganz aus dem Häuschen. Große Freude auch in Tonis Team. Auch Frau Dr. Wimmer war mit dem 10. Platz ihres Martins durchaus zufrieden. Und Carlos Lavado ärgerte sich wieder einmal. Er wurde 8. Dafür freute sich unser Tony Mang umso mehr, denn dies war sein erster Grand Prix-Sieg auf dem Salzburgring. Tony Mang wurde 1987 zum 5. Mal Weltmeister. Mit 41 Grand Prix-Siegen wird der Bayer aus Inning als erfolgreichster deutscher Rennfahrer und ewiger Weltmeister der 350 Kubikzentimeter Klasse in die Renngeschichte eingehen. Keiner hatte sich diese Erfolge so hart erkämpfen müssen wie der Inninger. Oft schon abgeschrieben und belächelt, kehrte er wieder als Weltmeister zum Erstaunen der Spötter zurück, so auch 1987. Thank you.
es den anderen deutschen Rennfahrern in der Saison 87 erging, das zeigen nun die folgenden Aufnahmen. Am 5. April beim Flugplatzrennen in Speyer zeigte der junge Bernd Kassner mit der Startnummer 18 sein Können. Er kommt aus Schwabhausen. Mit der 52 Jochen Müller aus Balingen. 7 Rainer Gerwin aus Leverkusen. 14 Max Bradl aus Zahling. 20 der Österreicher Siegfried Minich. 26 Andreas Preining, ebenfalls aus Österreich. 18 Bernd Kassner. Hefele ist gestürzt. Und 49 Detlef Kartin aus Duisburg. Auch bei den deutschen Meisterschaftsläufen gibt es für die Zuschauer spannende Kämpfe zu sehen. In Speyer gewann Jochen Schmidt vor Hermann Holder und Rainer Gerwin. Das Öffnen der Sektflaschen machte noch einige Probleme. Aber spritzen konnten diese jungen Fahrer schon wie die Weltmeister. Alfred Hergöt mit seinem verletzten Mechaniker und seinem Teamchef Manfred Aigner unter dem Sonnenschirm. Hergöt, in Zeitlupe gesehen, beim Training in der Nocksteinkehre auf dem Salzburgring anlässlich eines DM-Laufs. 7 Helmut Bradl vom Weigel Telefix-Team. Ebenfalls in Zeitlupe. 9 Max Bradl vom gleichen Team. 40 Bernd Kassner, Rallye-Sport Garmisch. Er hatte schon im Training Zündungsprobleme an seiner Yamaha. 62 Konrad Hefele mit seiner Rallye-Sport Honda. 19 Rainer Gerwin mit seiner Rotax. 17 Reinhard Strack und Gunnar Pütz. 47 Hagen Ruff auf Honda. 33 Norbert Gerber und Stefan Stock. 45 Rainer Prinz mit seiner Honda. 59 Marco Biegert, ebenfalls Honda. 34 Ottmar Grandi und 38 Herbert Keinzinger. 4 Jochen Schmidt mit seiner schnellen Yamaha. 6 Josef Hutter, ein Österreicher. Hier ging es ja auch um deren Meisterschaft. 36 Klaus Hafner auf Honda. 4 wieder Jochen Schmidt. 46 Marco Rigatieri auf Honda. 60 Martin Füg auf Rotax. 26 der Österreicher Gerhard Offenhauser. 30 Roland Busch auf Rotax. 42 Franz Lederer vom Piechler-Team. 2 der Österreicher Engelbert Neumeier. 5 Thomas Bacher aus Österreich auf Rotax.
9 wieder Max Pradl. 54 Thorsten Weik. 4 Schmidt, 26 Offenhauser. Und 58 Ottwin Klöß auf Honda. Mit Ottmar Grandi und Alfred Herget wieder zurück in das Fahrerlager. Das waren einige Trainingsbeobachtungen von Fahrern, die noch keine Schlagzeilen lieferten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Zur Aufwärmrunde. Dann der richtige Start mit laufenden Motoren, wie bei einem WM-Lauf. Jochen Schmidt übernahm gleich die Führung vor Harald Eckel, Wilhelm Hörhager, Andreas Breining und Hans Lindner. Dann setzte sich Hans Lindner an die Spitze. Max Pradl lag noch gut im Rennen. Herbert Besendörfer. Er zeigte, was er konnte und wurde Vierter. Konrad Hefele musste nach einigen Runden aufgeben. Helmut Pradl wurde Sechster. Harald Eckel erkämpfte sich den Sieg. Und Zweiter wurde Hans Lindner vor Jochen Schmidt.
bereits im Fahrerlager die Motoren zerlegt, um die Ursachen der Ausfälle zu ergründen. Konrad Hefele. Und ähnlich erging es auch Helmut Pradl. Aufmerksam beobachtete man 1987 eine junge Dame, die in der 80 Kubikzentimeter-Klasse fährt. Es war die talentierte Undine Kummer aus Fürstenfeldbruck, die für das ES-Motorradzubehör Racing-Team mit Sitz in Neuötting startete. Die sympathische Draufgängerin hat ihren Namen nicht ganz umsonst, denn sie bereitete so manchen jungen Fahrer recht viel Kummer. Undine Kummer fiel schon 1984 am Anfang ihrer Karriere bei dem damaligen Horix Cup-Rennen durch ihren spektakulären Fahrstil auf. 1987 belegte sie beim Flugplatzrennen in Giebelstadt den zweiten Platz. Auf dem Nürburgring beim letzten OMK-Lauf wurde sie Dritter, hinter Schlederer und Bischoff. Fuchs Horst Kastner mit seinem Sohn bei der Arbeit. Bis spät in die Nacht hinein wurde geschraubt, um die Yamaha für den Renntag in optimalen Zustand an den Start bringen zu können. Und nun Helmut Pradl, Konrad Hefele, Harald Eckel, Roland Busch und Bernhard Schick am Start zum letzten DM-Lauf 1987. Gleich nach dem Start führte Roland Busch vor Helmut Pradl das Rennen an. Harald Eckel lag an dritter Stelle, Bernd Kastner auf Rang 8. Busch mit der Startnummer 4. Aber deutscher Meister 1987 wurde Jochen Schmidt. Helmut Pradl wurde Dritter in der deutschen wie auch in der Europameisterschaft. Deutscher Meister 1987.
Fahrer Bruno Kneubühler. Am besten kam der Australier Wayne Gardner vom Start weg. Aber Ron Haslam und Eddie Lawson waren dicht hinter ihm. Gardner in der Sachskurve. Dann Lawson, Haslam, Sahon und Memmula. 14, Gustav Heiner. 45, Bruno Kneubühler. 3, Randy Memmula, der vierfache Vize-Weltmeister aus den USA, sorgt immer wieder für Spannung und Sensationen. Doch ab der Hälfte des Rennens übernahm Eddie Lawson die Führung. Wayne Gardner wurde immer langsamer. Robbie Jung konnte dieses Tempo natürlich nicht mithalten. Gegen die Werksmaschinen hatte er keine Chance. Gustav Reiner, unser bester Fahrer in dieser Klasse, wurde sensationell Neunter. Robbie Jung, 24. Japaner Yatsushiro stürzte kurz vor dem Ziel. Sieger wurde der Amerikaner Eddie Lawson auf Yamaha. Vor seinem Landsmann Randy Memmula ebenfalls auf Yamaha. Auf Platz 3 kam Ron Haslam mit seiner Honda. Wayne Gardner fiel bis auf den 10. Platz zurück. Seine Honda mochte nicht mehr. Auch Gustav Reiner durfte als bester Deutscher mit auf das Siegerpodest. In Salzburg setzte sich dann der Kampf um die Weltmeisterschaft fort. Wieder lagen Randy Memmula und Christian Sahon ganz vorn. Wayne Gardner und Eddie Lawson folgten. Da muss man schon Fahrer wie Gustav Reiner, Manfred Fischer und Robbie Jung bewundern, wenn sie gegen eine solche Übermacht an Werksmaschinen einigermaßen mithalten. Weltmeister in der Königsklasse wurde 1987 der Australier Wayne Gardner vor den beiden US-Boys Randy Memmula und Eddie Lawson. Gustav Reiner wurde 1987 wieder bester Privatfahrer.
Robert Jung beim DM-Lauf der 500 Kubikzentimeter Klasse in Speyer neben Gustav Reiner und Peter Schleef. Manfred Fischer führte vor Gustav Reiner das Rennen an. An dritter Stelle Robby Jung. Er fiel aber mit Motorschaden gleich wieder aus. Fischer und Reiner kämpften unerbittlich um den Sieg. Seiner Honda. Dann übernahm Gustav Reiner die Führung und stürzte wieder einmal, sodass sein Teamgefährte Manfred Fischer gewann. Manfred Fischer. Beim DM-Lauf am 12. Juli in Salzburg war wieder einmal alles dabei, was in dieser Klasse Rang und Namen hat. Reiner mit seiner Honda. Helmut Schütz, Norbert Heiles, Hans-Jörg Butz und sein Vater Heiner Butz, der schon in den 60er Jahren erfolgreich Rennen fuhr. Es war ein heißer Julitag. 30 Grad im Schatten, die Fahrer waren nicht zu beneiden. Karl Tuchsess, Robby Jungs Mechaniker Christian versuchte seinen Fahrer mit einem kleinen Ventilator frisch zu halten. Da staunten die anderen. Start zur Aufwärmrunde. Thank you.
am besten weg. Doch schon nach der ersten Runde lag, wie zu erwarten, Gustav Reiner vorn. Robby Jung fiel auf den vierten Platz zurück. Gustav Reiner wurde 1987 wieder deutscher Meister. 41 Thomas Gassmann. Väterchen Heiner Butz hielt gut mit der Jugend mit und wurde immerhin Neunter. 48 Burkhard Stoiber auf Yamaha. Robert Jung wurde in Salzburg Vierter. Wenn man bedenkt, dass eine 500 Kubikzentimeter Honda über 100.000 Mark und eine Saison mit 8 DM und einigen WM-Läufen noch einmal das Gleiche kostet, fragt man sich, wie diese Fahrer immer wieder das Geld, also etwa 200.000 Mark, dafür aufbringen. Letzter DM-Lauf auf dem Nürburgring. Christian und Robby am Start. Wieder kam Robby Jung gut weg. Aber der Gustav war eben nicht zu schlagen. Er führte souverän das Rennen an, siegte und hatte damit den DM-Titel in der Tasche. Robby Jung, der noch unter einer Armverletzung litt, wurde Sechster. Dennoch war er zufrieden. Er hatte ja schon einen Käufer für seine Honda gefunden. Nun schmiedet er schon wieder Pläne für die nächste Saison. Langt immer in den letzten zwei, drei Runden lang dann nochmal wahnsinnig hier und da ist halt bei mir, wie gesagt, das ist kein Zustand. Nein, schau dir mal an. Der siebte Platz hat er mal gegangen, das wäre ja schon das ganze Rennen gewusst haben, gell? Ja, fünfte ist er. Also jetzt eh fünfte, aber zuerst hat er siebte. Der Rundlauf war vierter und der hat er auch schon gewusst.